Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu RCCT Stepse. Heute hier wieder VLC Pro Kappe 2 Practice. Wir haben hier, also heute um die nächsten Videos geht es hier rum. Na, ich zoome da einmal mal so ein bisschen drauf. Darum. Wenn ich das hier kann ich ja verstellen, ne? Und das geht mit den anderen auch. Das heißt, also normal ist das so, würdet ihr das so vorfinden. Hier oben haben wir, also hier haben wir einmal Strecke normal rum, andersrum, also andersrum und mit der Zeit, also vom Rennen her ist das dann nochmal anders. Dann haben wir hier, wenn wir halt dann mit den anderen fahren, ne, hier drüben, haben wir hier die Minuten vom Finale, vom Vorlauf, haben wir hier. Dann haben wir hier Track Grip, also Streckengriffverhältnisse. Da will ich gleich mal mit euch ein bisschen heute was ausprobieren. Und also da will ich das dann, da geht es im ersten Video drum. Hier will ich eigentlich gar nichts zu sagen. Hier habe ich eh schon beim Streckentest so ein bisschen, ne? Und hier ja auch. Das heißt, es wird dann 4 weitere Videos geben. Halt von Track Grip und von den 3 Sachen hier unten, also von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit und der HPA. Da werde ich so ein bisschen mit euch ein bisschen was ausprobieren, ne? Zum Beispiel hier bei der Temperatur mal auf 40 Grad in der Halle. Also ich werde wahrscheinlich, ist der Plan, jetzt geht's nicht, doch geht. Das erst in der Halle auszuprobieren und das dann auch mal draußen, ob man da auch einen Unterschied merkt. Von der Halle dann zu draußen, gerade mit den Temperaturen, wenn es, sagen wir, 40 Grad warm sind, selbst 20 Grad ist, finde ich, für die Halle viel zu warm. Für draußen geht es noch, aber da ist auch ein bisschen kühler, so 15 Grad eigentlich auch besser. Und ja, das wird in den nächsten Videos drankommen und ja, würde sagen, danke fürs Zuschalten und ja, bitte schon mal für die Information, wie es denn jetzt bei VRC jetzt so ein bisschen weitergeht. Und ja, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.